Und willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Und wir gucken jetzt uns, wir untersuchen den Laich an, den Laich, den Mord. Den Laich, wir untersuchen den Leiche. Wir untersuchen den Mord an die Fragezeichen. Wir schauen an den Leiche. Ey, der Leiche sieht voll hässlich aus. Ja. There was a knife laying on the ground. Is this? Ja, das Knife, auf das du aufpassen solltest und das man dir geklaut hat. It must be the knife that was stuck in the body. Das ist ihm gerade noch gar nicht aufgefallen, dass es sein Messer war. Ihm ist aufgefallen, dass das dasselbe Messer ist, was vorher in dem Körper gesteckt hat. Was ja wohl offensichtlicher gar nicht geht. Dass das durch die Explosion rausgefallen ist, schon irgendwie komisch. Ich meine, die Explosionsquelle war ja an der Maske irgendwo, scheinbar. Das heißt, ich meine, gut, ich habe mir den Oberkörper jetzt nicht genau angeguckt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die Bombe vielleicht platziert war unter dem Messer. Ziemlich genau. Das kann auch sein. Weil das sieht aus, als ob da der Mantel einfach nur so oben drauf gelegt wurde, um vielleicht die Bombe zu verdecken. Und die Maske war halt nur der Auslöser. Das kann natürlich auch sein. The force of the explosion must have thrown it over here. The Monokuma file said the knife went all the way through the body from front to back. Does that mean this knife is what caused the fatal injury? Naja, es war offensichtlich Teil davon. Also vielleicht ist jemand bewusstlos geschlagen und dann erstochen worden, ne? Either way, this knife. It looks really familiar. Ach nee. Oh! Wait, is this? Nein, ist es nicht. Nein, es ist nicht nur das Messer, was der Typ in der Hand hatte. Es ist nicht nur das Messer, was die Massengestalt in der Hand hatte. Es ist das Messer, auf das du aufpassen musstest, das in deinem... Oh Gott, er stellt jetzt wirklich erst fest, dass das Messer war, das... Er hat immer noch nicht 1:1 zusammengezählt, dass das Messer, was die in der Hand hatte und das Messer, was in seinem Tisch lag, dasselbe ist. Gott, ey. It's the knife... That person was holding. Ja, weird ist gerade einfach really nur das, weird. Was wirklich weird ist, ist, wie du überhaupt überleben kannst mit deinem Gehirn. Was der muss doch vergessen, wie man atmet. Was ich auch weird finde, ist, warum hat derjenige nicht einfach ein Kitchen Knife genommen? So, und dann hättest du doch offensichtlich weniger Makrofis Aufmerksamkeit auf dich gezogen. There are just too many strange coincidences. Und wieso hatte Makoto eigentlich überhaupt diesen Fiebertraum? Hat man ihm irgendwie was ins Essen gemischt? Keine Ahnung. Whoever the person in the mask was that attacked me last night, they were holding that knife. And that same knife was used to stab that same masked attacker we found here. Ja, aber es ist eine Maske. Muss nicht dieselbe Person gewesen sein. Richtig. So maybe this masked person got stabbed because... When they attacked, I was in kind of a trance. Maybe I reacted by grabbing the knife. And maybe then I... Du warst doch unfähig, irgendwas zu machen. Na, vielleicht war er halt so schlafwandlungsmäßig unterwegs. Oh, vielleicht ist das ja diese Kontrolle, die durch das Voting passiert ist. Ja, und das war bis jetzt bei allen so. Aber das Voting, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert. And if this really is Kyoko, it would mean Kyoko is the one that attacked me. Aber das würde ja dann gar nicht Sinn ergeben, dass er sie danach noch vor sich stehend im Traum gesehen hat. Und wie ist die Leiche dann bitte hier hingekommen? But why the mask? I just don't know.
I don't remember anything clearly from last night. No, no, it can't be. There's no way. Jetzt kommt wieder die Musik. Mhm. Was ist das da? Ja, sieht irgendwie seltsam aus. These look like fragments of something. Vielleicht Fragments der Bombe? Sieht so aus, ja. Und wo hat derjenige die Bombe her? Auch aus einem Monokuma? Oder diejenige? They're all burned, so I can't really be sure, but... Ja, aber die Monokuma-Bombe sah anders aus, ne? I feel like I've seen something like it before. Oder sah sie anders aus? But where? Ja, die war rund. Ja, und das hier, das sieht anders aus. Das hatte nicht diese komische Markierung. Doch, warte mal, das ganze Ding ist die Bombe. Okay. Nicht nur das rote, du musst das ganze schwarze Ding sehen. Aber die Monokuma-Bombe hatte doch nicht so ein rotes Symbol da drauf. Nein, doch, das hatte so ein rotes Bedienfeld. Darauf, ach so. Wait, was it there? I'll have to double check that later. So, jetzt die Pflanze. Ist das jetzt dieser Fall von, wir müssen nochmal ansprechen, dass es nicht wichtig ist? Das ist Regal, das ist das Regal B dieses Falls. The Monokuma Flower, huh? Huh? Is it true? Does it really eat paper, plastic and people? Okay. Anyway, I don't think it's related to the case, so I think I'll just stay away. Ja, du kannst ja nur Beweismaterial in dieser Pflanze verstecken. Was ist, wenn eins von den Hühnern fehlt? Dann war vielleicht eins von den Hühnern der Mörder. I remember there were some chickens in the chicken coop. Ja, die müssen doch jetzt von der Explosion vor den Herzinfarkt bekommen haben. Waren das nicht wirklich fünf? Ja. Es war, ich meine nämlich, dass es irgendwie geheißen hätte, Makoto wäre das sechste Huhn. Ja, das hat Toku gesagt, deswegen. I count four chickens. Four? Yo, what's going on, Makoto? Oh, I'm glad you're here. Ja, weil er sich das ja auch speziell angeguckt hat. Er kann nochmal sicherstellen, dass er sich nicht irrt. Listen, do you remember how many chickens there were in here? Of course, there were precisely five. Yeah, right? Huh? What's wrong? Es sind nur noch vier. There's only four chickens here now. We're one short. Weltuntergang. That's so weird. I wonder when it disappeared. Das reimt sich. Makoto wird jetzt ein krasser Rapper. Oder ein Dichter. Nein, Rapper sind die Dichter unserer Zeit. Stimmt. I was down here just before nighttime last night and there were definitely five chickens then. What are we gonna do? Going from five to four is gonna have an impact on the structure of the world. Conspiracy! It's like a jigsaw puzzle. If even a single piece disappears, then the entire world will remain unfinished. Das Huhn ist ja nicht verschwunden. Es ist ja nur nicht mehr dort. Es hat sich ja nicht komplett aufgelöst. Ja, aber wo ist es hin? Das ist die Frage. I did my best to ignore Hero and focus on the problem at hand. Aber wie soll das denn in den Fall reinspielen? Why did one of the chickens disappear? Could Meine it be related to ganz the case? Doofe Frage. Haben wir jetzt nicht Zugang zum Data Center und könnten theoretisch die Kameraaufnahmen von diesem Ort angucken? Wäre das nicht irgendwie das Erste, was man tun würde in dieser Situation? Die Frage, geht das? Können Sie außer dem Live-Footage auch das aus der Vergangenheit sich angucken? Das Live-Footage ist ja nur auf dem einen Fernseher. Sie konnten ja die PCs nicht steuern, weißt du? Okay. Da geht er nicht drauf ein.
Okay. Sollen wir mit den Leuten reden oder die Leiche? Erst die Leiche. Die Leute kommen zum Schluss. If I check the body more thoroughly, maybe then I'll find out for sure if it's Kyoko or not. Warum sucht ihr da jetzt an die Pflanze ran? Da die Hand. Da ist doch auch noch irgendein Symbol dran. Ja, ein Pentagramm. Das war der 17th Student. Das war der Ultimate Satansbeschwörer. Irre ich mich gerade? Ne, Kyoko hatte keine Handschuhe an, oder? Doch. Die hat die nie ausgezogen. Scheiße, dann kann sie vielleicht doch lackierte Fingernägel. Die hatte immer weiße Handschuhe an. Wobei das seltsam ist. Warum lackierst du deine Fingernägel und ziehst deine Handschuhe drüber? Vielleicht, weil du nicht willst, dass irgendjemand dein Symbol auf der Hand sieht. Ja, aber warum lackierst du dann deine Fingernägel? Kannst du bitte das Villager-Geräusch machen? Warum lackierst du die Fingernägel, wenn du die Hand sowieso die ganze Zeit versteckst? Meine ich. There is something weird about the body's fingernails. Oh, these are fake nails. They are really long. Siehst du, ja, dann sind die zwei... speziell der Mittelfinger und der... Ja, da ist das wahrscheinlich abgefallen. Die sind nicht einfach nur nicht lackiert. Da fehlt dieser Fake-Fingernagel. Ja. Und ich weiß nicht, ob das von Anfang an so war oder ob das durch die Bombe passiert ist. Es wäre schon sehr strange, wenn das speziell nur die beiden Finger und dann auch noch nicht welche, die nebeneinander sind. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das in einem, dass das durch einen Kampf passiert ist oder so. They seem like they get off in the way of normal activity. Ja, das ist so eine Sache, deswegen verstehe ich auch nicht, warum Frauen sich so lange Fingernägel machen. Ja. Ich finde das erstens nicht unbedingt schön. Ja, es gibt halt Leute, die finden das. Und zweitens, ich habe das sogar auf der Arbeit schon erlebt, dass Kolleginnen mir gesagt haben, ja, kannst du mal da auf diesen Bildschirm da oben in die Ecke drücken, ich komme wegen meiner Fingernägel nicht da dran. Ist so dumm, ne? Oder was noch besser ist, wenn du mit diesen Fake-Fingernägeln bowlen gehst. Ja, das ist... Dann bleibt einer drin stecken. Dann musste doch klar sein, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Ja. Das machst du dann doch vorher nicht. Es sei denn, du ziehst einen Panzerhandschuh an. Hattest du das überhaupt schon vorgelesen gehabt? Glaube. Aber... Wo geht denn das überhaupt? Da. They seem... Ja, genau, Normal Activity. Da haben wir doch. Ja, okay, da sind wir erst auf das Gespräch abgedriftet. There's also something on the back of her hand, right? Sieht aus wie ein Wolf. Of her right hand, nicht hand, right? Sieht aus wie ein Wolf. Is this a tattoo? It got burned, so I can't make out the whole thing, but. Zu Kyoko würde der einsame Wolf passen, ne? Meinte Kyoko nicht auch, sie weiß. Also, Kyoko meinte ja irgendwann mal zu Monokuma, was hast du mit meinem Körper gemacht? Und Kyoko kann sich nicht an ihre Vergangenheit erinnern. Ist hier vielleicht so eine Body-Swap-Geschichte bei? Also, dass irgendwie jemand den Körper mit Kyoko getauscht hat oder so? Wer weiß. It looks like it's a picture of a dog or something. I've never seen anything like it before. Da können wir auch noch das Laken untersuchen. The white jacket of the victim was wearing got totally burned up. There's only one little piece left. Ja, mach das just doch ab. One piece? Mach dieses scheiß Lakengedünt, die kackt doch weg da! The lower half of the body didn't get wet at all. Out of context. After the body blew up, the top half got set on fire, so I dumped a bucket of water on it. Which explains why the bottom half isn't wet. Tut es das? There's nothing strange about that. Right? Ja, warum ist es dann trotzdem so zerrissen? Wahrscheinlich von der Explosion.
Die Mach Schmuck, das kann man die noch untersuchen? Weg, Makoto, du dummes Stück Scheiße. Ja. Kann er sich die Schuhe angucken? Nein. Nee. Oh, Makoto, das ist keines. Das ist kein. Oh, Doch. Ich gucke es mir genauer an. Das ist das, was dir beim ersten Mal gucken schon hätte auffallen müssen. Da hat er nur noch mal wieder das wiederholt, was er beim unteren gerade festgestellt. Nur mit der. Nur, dass das obere halt. Nee, das war jetzt gerade. Ja, der obere Bereich ist nass. Mhm. Kannst du jetzt das Laken auch wegnehmen? Ja. Das war wieder genau das. Makoto. Hast du von Kyokos Vorgehen nicht, aber auch gar nicht gelernt? Wir haben scheinbar jetzt alles damit gemacht, was wir machen konnten. Meine Fresse, ey. Just to be sure, I should take a look at the toolshed, ne? Mm-hmm. This room is dusty and disorganized. In other words, a pretty stereotypical toolshed. Was ist das? Ja gut, dann hatte ich jetzt aber auch das durch die Pickaxe einbrechen erledigt, ne? Is this a tarp? Wait. Was there a tarp in here before? I should probably look at that. Look into that. It could be related to the case. But machen nicht den Rasenmäher. There's a lawnmower here. Leiche wurde mit Rasenmäher erschlagen. The top is wet and covered with mud and grime. But the underside. Hauptsache nicht mit Susie Grime. It's totally clean and completely dry. One side of the tarp is wet and dirty. Something about that bothers me. Er steht also nicht so auf wet and dirty. Ja, aber wenn das dasselbe Material ist, woraus diese komische Mantel oder was auch immer gemacht wurde, dann ist diese, wie sich dieses Material mit Wasser und Dreck verhält, vielleicht wichtig dafür, warum das jetzt auf der einen Seite nass ist und auf der anderen nicht. It's 11 o'clock right now! Das ist schön, aber wer hat gefragt? Okay, and? Oh well, I was just thinking about when we first found the body! When the body was found, huh? Stimmt, da war doch was mit der Sprinkleranlage, ne? Das muss doch irgendwie zeitlich vielleicht damit zusammenhängen. I should look back at what I did this morning to help me remember when that was. Ja, ganz zu Anfang bist du zu Hina gegangen und die hat gesagt, nicht, guck mal, da sind die War das nicht um 9.01 Uhr oder so? Kann sein. Monokumas announcement woke me up at 7 o'clock as usual and I headed for the dining hall pretty soon. Once I got there, I met up with Hina. That was right around 7:30. Als ob du eine halbe Stunde gebraucht hast, um zum anderthalb Stunden, als ob die anderthalb Stunden gebraucht haben, um vom Frühstücksraum zum Dings zu gehen oben. Ja. Zu diesem Kopfmeister. Ja, die haben ihm ja auch noch vorher ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Ja. Beziehungsweise. Aber ja. Toko hat gesagt, als wir hier hingegangen sind. War es kurz vor 9. Das war ja bevor die ihm das alles erzählt haben. Weil die waren ja schon da. Okay. Huh. Naja, weiter. Then I headed to the gym, where everyone else was waiting. Next, Toko went to go get the pickaxe. And that's when she found the body. What time was it then? No, then Toko. Oh, es ist 9. That's right. It had to have been right around 9 o'clock. You know? Oh! Now that you mention it, I think you're right.
So I think we can say for sure that the body was found at 9 a.m. Okay, my job's done. Ich mach jetzt nix mehr. That's a pretty small job. Er hat ja auch ein pretty small brain. Oh, ich dachte kurz, du sagst was anderes statt Brain. Ja, das weiß ich nicht. Was auch mit Job zu tun hat. Dann. Nee, er hat ja einen Helikopter gemacht. Ich glaube, dafür brauchst du schon ein bisschen was. Was hat sie denn zu melden? Achso, ich dachte gerade, du redest Toko an. Nein, ich dachte, wir machen das abwechselnd. Erst ein Charakter, den ich spreche, okay. Dann ein Charakter, den du sprichst. Das ergibt Sinn. Und Bakula lassen wir einfach zum Schluss. Ja. Listen, Makoto. Hey, listen. Look. Do you remember how the body looked, you know, before it blew up? If I remember right. Not remember left. It was wearing some kind of mask and a big white coat. Also, there was a knife sticking out of the stomach, and the area around it was stained with blood. Welche Fingernägel waren das nochmal, wo das fehlt? Der Mittelfinger und der kleine. Aber hier siehst du den Mittelfinger doch, oder? Ich weiß nicht, das sieht so verpixelt bei mir aus. Ich weiß nicht, ob das durch die Übertragung kommt oder an sich. Kann sein, dass der Zeigefinger hier nicht richtig durchkommt. Also hier sind Zeigefinger und der Daumen kommt, wenn dann nicht richtig durch. Aber doch, den sehe ich auch. Aber ich sehe den Mittelfinger und der ist rot. Also der hat da noch was dran. Das heißt, das ist nach der Explosion erst abgegangen. Stimmt, es können ja, wenn der Mittelfinger und der kleine, dann ja, das sind ja nur zwei Finger. Daumen und Zeigefinger. Können eigentlich keine zwei Finger nebeneinander das haben. Das heißt, ja. Da war das noch. Apparently the wound had stopped bleeding, but the blood on the body was still wet. Bakula said not to touch it to avoid getting all bloody. But for how much blood there was on the body, I didn't see any on the ground around it. The ground around it, das klingt auch komisch. Okay. Wow, thanks. That was a big help. Now that you explained it, I totally remember how it looked. Das klingt, als wollte sie auf irgendwas hinaus. Well, having to talk about it like that helped me remember it a lot better too. Ja, das ist wohl wahr. So, thank you too. Nice. So, das Ding würde ich mir gerne angucken. Okay, das ist nur ja darum, die Sprinkleranlage. Das noch mal festzuhalten. Das ist die Sprinkleranlage, oder? This is the panel that controls the sprinklers. They're set to turn on at 7:30 every morning. And Monokuma said the time positively couldn't be changed. Das heißt, der Boden kann eigentlich um 9 Uhr auch schon wieder trocken gewesen sein. Das heißt, die Leiche lag da vor 7.30 Uhr noch nicht, weil sonst wäre sie ja komplett nass. Stimmt, ja. Das heißt, es muss dann erst passiert sein. Zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr irgendwann muss die Leiche entweder dahin gebracht eher näher worden an sein. 9 Uhr würde ich fast sogar behaupten, denn das muss ja schon irgendwie trocken gewesen sein, da eventuell alles. Ja. Bis dahin. Hold on. So the sprinklers turn on at 7:30 each morning, right? Then if the body was here before then, the sprinklers should have gotten it wet. Which would mean the murder must have taken place way before. Ja. Und die Leiche muss erst nachträglich dahin gebracht worden so sein. So, who does that body belong to? Whoever it is, I'm not gonna look. I don't wanna faint anymore. Ist besser so. Das heißt, sie ist absolut useless. Good timing, Makoto. I wanted to talk to you. Reaction!
We action time. What do you want to talk about? So in other words, you know, the weather and like things. I'd like to hear your alibi. Alibi? In other words. Correct. I'd love to hear where you were after nighttime began last night. Die ganze Zeit im Zimmer. Ich dachte, ihr habt ihn stöhnen gehört. Ja, aber der Mord kann da ja noch nicht passiert sein. Weil das Blut war doch auch noch frisch, hieß es ja. Das heißt, es kann da noch gar nicht passiert sein. Wer sagt denn, dass das ihr eigenes Blut ist? Vielleicht ist es nur nachträglich zur Verwirrung draufgeträufelt. Und dann das Messer da rein? Well, I was sick, so I was asleep all night. But why are you asking about that now? And what's nighttime got to do with it? Naja, wenn Kyoko noch lebt, dann haben wir sie als Zeugin, ne? Die hat uns ja schlafen gesehen. Ja. Isn't it obvious? Wenn this murder sie noch took lebt. Place after nighttime. How can you know that for sure? Oh, Makoto! Du hast doch eben selbst festgestellt, dass das nach der Sprinkleranlage passiert sein muss. Das ist deutlich nach der Nighttime. Ich glaube, das kommt davon, dass du rein theoretisch Bakula auch vor der Sprinkleranlage untersuchst. Oder es kommt daher, dass die Leiche auch erst da platziert sein worden sein konnte. Ja. Und das nicht heißen muss, dass der Mord nicht schon... Ja. Ja. Das auch. Because just after nighttime began, I came to the garden. I was going around looking for everyone, so I could tell them about Monokuma. Ja. Hä? Hat er nicht gesagt, er hat Monokuma im Gym gesucht? Ja, und da gefunden, kaputt. Und dann ist er überall rumgelaufen, um die Leute zu suchen. Ach so. Okay. Hero's been spending most of his time in the garden the last few days, so I figured he'd be here. Er ist ein richtiger Garden Hero. And I can confirm that when I arrived last night, there was nobody here. So the murder could only have taken place at some point during nighttime after I left the garden. Ja, oder heute Morgen. Ja, und garantiert. However, genau, und garantiert nicht, bevor die Sprinkleranlagen waren. Ja, also, oder es sei denn, der Mord hat nicht hier stattgefunden. Stimmt, also Hina ist unser Alibi. Weil um 7.30 Uhr waren wir bei Hina. Ja. Und da sind die Sprinkleranlagen. Es sei denn, der Mord hat nicht hier stattgefunden. Worauf ja die Tarp irgendwo auch hindeutet, die wieder benutzt wurde, um eine Leiche zu bewegen. Die Leiche könnte durch das ganze Haus geschleppt worden sein. Also selbst wenn der Mord in der Nacht passiert ist, die Leiche muss ja nach 7.30 Uhr irgendwann hier platziert worden sein. Und ab 7.30 Uhr haben wir mindestens mit Hina gesprochen. Das heißt, wir haben da durchgehend jemanden dabei gehabt. Yep. Das heißt, zum Platzieren der Leiche haben wir auf jeden Fall ein Alibi. Das stimmt, aber vielleicht hat Monokuma ja auch einfach die Leiche da platziert, damit sie überhaupt gefunden wird, weil die vorher in einem Bereich war. Ja, aber wenn du mit der nicht betreten hat werden das konnte. Gemacht argumentierst, dann kannst du ja sowieso alles... Ey, Monokuma hat auch einen Abschiedsbrief gefälscht. Ja. Aber der hat ja nichts mit dem Mord an so gesehen zu tun gehabt, sondern nur damit, wie sie Hina danach verhalten hat. What? Once I found Hero in the garden, we immediately went to Toko and Hina's room to get them. Alter, mit der Stimme dieses Wort zu machen, ist irgendwie komisch. At that point, we all went to the garden, to the gym and began dismantling Monokuma. Er ist zu Tokos Raum gegangen, um sie zu holen? Also ich hätte mir zugetraut, dass die Toko einfach ignorieren und das nur zu dritt da durchziehen. Was Monokuma. Ich mich auch frage, gibt es unendlich viele Monokumas? Also gibt es eine Fabrik, wo die hergestellt werden zum Beispiel und immer nachproduziert werden? Oder gibt es nur eine bestimmte Anzahl? Ja, das ist halt die Frage.
Oder hat er nicht, irgendwas, hat er nicht sogar irgendwie gesagt, er hätte unendlich Spares? Das kann sein, ne? Spares, da steckt schon wieder Bears drin. As a precaution, we made sure not to go anywhere alone. We even went to the bathroom in pairs. In other words, all four of us have airtight alibis. The only one who don't have alibis are me and Kyoko. That's right. And if the victim really is Kyoko, then I'm the only one without an alibi. Ja, oder der 16th Student. Wieso wird der jetzt hier vergessen? Wenn das Kyoko ist, die da tot ist, dann lebt ja offensichtlich, ja. Mukuro, wie auch immer sie hieß, immer noch. Ja, und die gehen halt davon aus, dass die dann das Mastermind ist. Und Mastermind würde ja nicht killen. Offenbar. Ja, aber warum war das Mastermind dann an deinem Bett und hat versucht, dich umzubringen? Also, when we went to go get Hina and Toku, we stopped by your room as well. What? But you never came to the door. So, where precisely were you? I'm telling the truth. I was in my room, but I was dead asleep. I had a fever, so... That's hardly an alibi. Ja, aber Kyoko war über Nacht da, offenbar. Ja. Du kannst Kyoko aber nicht als Alibi angeben. Wenn sie das... Wenn sie die Leiche sein könnte. Das... Vor allem... Ja, ich hab Kyoko letzte Nacht gesehen. Niemand von uns hat sie seit Tagen gesehen. Und jetzt kommst du und sagst, du hast sie gestern gesehen und hier liegt die Leiche und du hast kein Alibi. Das macht dich gar nicht verdächtig. Also ich gehe halt immer noch davon aus, dass Kyoko noch lebt und dann würde sie ja irgendwo noch rumlaufen. Ja, gehst du, aber die anderen halt nicht. Ich meine, Kyoko hatte ja diesen Schlüssel. Gut, das weiß auch nur Makoto von diesem Schlüssel. Tja. Aber die Leiche hatte diesen Schlüssel nicht. Ja, aber was ist, wenn das Mastermind gekillt hat, weil Kyoko zu viel wusste? Und dann statt den Schlüssel, den Kyoko hatte, tatsächlich den anderen Schlüssel da platziert, ne? Den die Leute finden dürfen. Richtig. So what now? You seem to be at quite the disadvantage here. Ja, wir sind jetzt richtig der Unterhund. Was? I'm the only one without an alibi, that's... Meinst du Underdog? Ja. Really bad, isn't it? Hat ein Underdog einen Undertale? Du bist ein richtiger Bad Boy. Was ganz böse, Makoto. I think I... Wieso will ich das gerade als Hina lesen? I think I've checked everything I need in this area. Makoto, weißt du, was du noch nicht gecheckt hast? Mein Finger! Wonach riecht der? Stimmt, ich muss unbedingt diesen Finger checken. Der ist in diesem Fall besonders wichtig. Vielleicht erklärt er, was mit dem Hut passiert ist. Scheiße, wir müssen ganz dringend nochmal ins Chemielabor und uns Regal B angucken. Ja, deswegen sagt er ja auch, I'm not done yet. But I'm not done yet. There are other areas I need to check. Regal B ganz besonders. Specifically that fragment I found before. Das hat er in Regal B gefunden. There's somewhere I need to go in order. Jetzt sollen wir auch noch selber rausfinden, dass wir ins Gym gehen müssen. And I still need to find out more about Kyoko. Ja, wie willst du das machen? Is that corpse really Kyoko? If that's true. Was that also Kyoko who attacked me last night? Nein. If I can find out more about her, maybe I can answer that question. Nein. Kyoko was never the kind of person to talk about herself all that much. Nein. Maybe if I can get into her room, I'll be able to find out more. Den Schlüssel hat Bakula. Ja, kann er ja nehmen jetzt. Also ich glaube. Blabla, Rückblendengedöns, blabla. I don't have a choice. I have to see if he'll let me borrow her room key. Ja klar. Als ob Bakula dir den gibt, wenn er denkt, dass du der Mörder sein könntest.
Naja, die können um ja Beweise verschwinden zu lassen. Die können ja theoretisch auch zusammen hingehen, wäre ja nicht schlimm. Hey, Bakula? Das heißt Graf Bakula. Ich wollte genau das gleiche sagen. Nur, dass ich statt Graf Count gesagt hätte. If you do come up with an alibi, I'd be happy to hear it later at the class trial. Oh, no, it's not about that. You have the key to Kyoko's room, right? I was hoping I could borrow it. I'm afraid I can't take that risk. You're the prime suspect, after all. Of course, if I were to go with you, that would be a different story. Ja, dann komm doch mit. Then, will you go with me? Sorry, I have my own agenda to take care of. Find me again later and we'll see. Goodbye. Depending on my mood, I may go with you. Or I may not. Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Come back later, huh? Okay, then in the meantime, I should look around somewhere else. Ohne Scheiß, bei diesen Zetteln, wo steht, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Warum würde irgendjemand das vielleicht überhaupt draufschreiben? Ja. Weil, wenn das angekreuzt ist, weiß man nicht mehr, als bevor man den Zettel geschrieben hat. Mhm. Weil vielleicht war auch genau die gleiche Möglichkeit, die auch bevor man den Zettel geschrieben hat, im Raum stand. Na, du weißt zumindest, dass die Person es nicht, also dass die Person es nicht weiß. Weißt du? Was? Also es gibt ja Menschen, bei denen wüsstest du, oder kannst du davon ausgehen, dass ein Nein für die automatisch der Standard ist und du weißt, dass das dann nicht der automatische Standard ist, sondern dass die Person wenigstens drüber nachdenkt. Weißt du? Mhm. Maybe I should check out that one area. Ja, leave the area. Also es kommt doch drauf an, um welche Frage es geht. Go to the gym. Wenn es jetzt sowas ist wie... Willst du Hundefutter essen? Ja, nein, vielleicht. Und sie kreuzt vielleicht an. Will sie dann Hundefutter essen oder nicht? Das heißt zumindest, dass es kein hundertprozentiges Nein ist, sondern dass es wenigstens in Erwägung gezogen wird. Ja, das ist doch eklig. Ja. Ganz viele Balls liegen das, hier. Das sieht aus wie so ein Penis gerade hier, dieses... Ist das ein Auspuffrohr? Oh Gott, ey. Ach, das ist sein Unterteil. Ja. Das ist das, woran Toko geschnüffelt hat. Mm. Monokuma's laying dismantled on the floor, but... Wo's die Bombe? Hm. I figured it wouldn't be here. You know? Blabla, Rückblenden. Weißt du, wer auch kein Alibi hat? Toko. Die ist zwischendurch weg gewesen. Für ein paar Sekunden. Ja. Und da soll die in der Zeit, soll die Leiche dahin gelegt und so eine Bombe dran platziert haben. Nee, aber irgendwas kann sie eventuell gemacht haben. Und dann auch noch selbst. Und dann auch noch selbst in die Falle mit der Bombe reintappen. Aber es kann sein, dass irgendwas passiert ist, was sie die Bombe gesehen oder mitbekommen hat oder gemacht hat, was wir nicht mitbekommen haben. There's no doubt about that. The fragments I found in the garden. Nun, wenn sie das als Alter. Toko gemacht hat und jetzt dann muss er zu Bakula zurück. Wenn sie das als Toko gemacht hat und dann die Personality geswitcht ist, ne? Also, ne? Genocide Jill war das ja mit der Bombe, die da reingefallen ist drauf. Das ist irgendwie... Andererseits wechselt sie immer die Persönlichkeit, sobald sie Blut sieht. Also kann sie die Leiche nicht vorher schon gesehen haben. Wo ist denn haben? Das Dormitory? Oder musst du jetzt einfach zu Bakula zurückgehen und die gehen zusammen dahin? Das wäre richtig... Ja, aber er ist doch weggegangen auch. Nee, er ist noch hier. Okay. Aber er hatte doch seine eigene Agenda.
Ja, aber seitdem sind wir einmal kurz in die Turnhalle gegangen, um festzustellen, dass die Bombe nicht mehr da ist. Und es in der Zeit hat... In der Zeit hat Bakula schon Krebs... geheilt. Geheilt, genau. Das heißt, er hat Krebse wieder in Menschen zurückverwandelt. Oder er hat die Menschen von dem unglaublich schlimmen Schicksal befreit, vom Sternzeichen Krebs zu sein. You think you can go soon, Bakula? Let's go. You wanted to check out Kyoko's room, right? Very well, let's go. Ah, wait for me. Bakula walked off without a second glance and I hurried after him on our way to the dorms. Hurried, nicht hurried. Er hat ja natürlich auch ein Interesse daran, sich Kyokos Raum anzugucken. Also war es irgendwie absehbar. I can't unlock it myself. Mach auf! Well then, here we go. Bakula took out the key and slid it into the keyhole. And then... Dann spritzt was raus aus dem Schlüssel. Das hätte Toko sehen müssen. Die hätte jetzt voll... Der wäre voll einer abgegangen bei. And it's open. Open sesame. Looks like it. Thanks. Es hat geöffnet. Ist jetzt Öffnungszeit, können wir jetzt... Kyokos Zimmer hat jetzt für Besucher wieder geöffnet. Ja. Kyokos Bordell hat jetzt geöffnet. Das sieht genauso personality-less aus wie Makotos Raum. Nein, es sieht noch personality-lesser aus. Ja. Ich glaube, Makoto hat sogar... eine Fusselrolle da liegen. Ja, und Makoto hat auch auf dem Schreibtisch noch irgendwas liegen. Ja. Und auf dem kleinen Tisch liegt aber was. So, this is Kyokos Room. Und sie hat ein lila Kissen? Ist das lila? Vielleicht, weil es eine Frau ist. Ja, vielleicht ist das bei den Frauenbetten so. War das bei Hina so? Ich habe da nicht drauf geachtet. Frauenbetten müssen grundsätzlich rosa sein und Männerbetten müssen grundsätzlich blau sein. Hast du denn noch nie was davon gehört, dass Geschlechter sich ihre Farbe nicht selbst aussuchen können? Die werden so geboren, dass die automatisch diese Farbe mögen. There's something on the table. Eine 6. It's a woodblock decoration. What? Oh Gott, eine 6. Finden wir jetzt noch zwei weitere 6en? Dann ist sie der Teufel. Und dann wissen wir auch, warum sie so ein Pentagramm auf der Hand hat. Das war doch ein Teufel. Ein Teufel. Ein Wolf. Ein Wolf ist ich auch ein Teufel, ey. What's that? What purpose does it serve? I think it's probably a key. The lockers at those really traditional public bathhouses use them for their lockers. Für dieses Bathhaus auch? I wouldn't know. I've never gone to a public bathhouse. That doesn't really surprise me. It's hard to picture Bakula doing something like that. Ja, der geht ein privates Bathhaus. Ja, wo ganz viele Diener ihm die Luft zuwedeln und so. Ja, und währenddessen ihn also beglücken. Das, was Celeste die ganze Zeit will, ist eigentlich nur Bakula zu sein. Jeder will Bakula sein. But if it is a key, I think I might know what it unlocks. Really? What? Unless I'm mistaken. Aber ich glaube, Bakula, den schätze ich auch wie einen ein, der überhaupt keinen Spaß haben kann oder entspannen kann, weil er das als uneffizient ansieht und der muss immer irgendwie was tun, was ihn voranbringt oder so. Der kann nicht einfach mal abschalten oder... Ja. Ich glaube auch, der hat gar keine Gefühle irgendwie. Das ist so ein, wirklich so ein Psychopath. Ja. Hat kein Empathievermögen, der hat auch keine eigenen Gefühle. I'm pretty sure I saw something in the dojo that this might go to. The dojo? Yay. Wir können hier noch reingucken. Vielleicht hat sie auch so super tolle Sachen wie das Messer drin versteckt. Scheinbar nicht. Oder vielleicht hat sie was unter ihrem Kopfkissen. Here's her bed. Ja, riech einmal richtig dran. Ja. I don't see anything interesting here. At least not as far as the case is concerned. Aber wir können ja noch auf ihr Klo gucken. Here's the bathroom.
She might have certain articles hanging out dry. I'd better not look inside. Gerade deswegen solltest du reingucken. Ja, hallo. What? You wanted to come here, right? So what is it you're looking for? Ja, hier ist ja nicht viel. Nothing in particular. I just thought we might find some kind of clue here. A clue that might help us understand Kyoko. Come on. You can't be serious. That's why you made me take time to my search to come out. Take time out of my search to come here. Ja, war ja naheliegend. In seinem eigenen Zimmer kommt er halt ständig. Er wollte halt auch mal hier kommen. Aber ihm wäre lieber gewesen, wenn Kyoko dabei gewesen wäre. If you plan on poking around at random, you're doomed, no matter how much time you take. Es ist ja nicht random. Random. Sonst war das doch auch vollkommen verständlich, dass sie im Zimmer einer verdächtigen Person geguckt haben. Na, aber der geht ja davon aus, dass Kyoko die Leiche ist. Ja, aber selbst dann, warum ist sie denn tot? Das muss ja irgendwie zusammenhängen. Also, dass er das da kein Interesse dran hat, hier zu gucken. Ich meine, so ein bisschen hat er Interesse gehabt, sonst wäre er nicht gekommen. Ich warte dann immer noch auf die drei Hunde, die im Dormitory rumstehen. Surely you have something more concrete. Something to give us some sort of direction here. Was hat das jetzt mit Beton zu tun? More concrete? Nein, nicht noch mehr Beton. Oh, I know. Bla bla, Rückblendengedöns, bla bla. Der Ach, ja. Beef. I'm sure I have it here somewhere. I found it. What's in the envelope? Kyoko gave it to me. And then she gave me the envelope. Yeah. She said if something ever happened, I should open it. Interesting. Well, something has certainly happened, so open it. Oh, okay. Ich hab dich immer geliebt, steht da jetzt drin. I opened the envelope and looked inside. Inside was a single piece of paper. Und da ist jetzt ein gefälschtes Geständnis von Marco da drin. Under the sheets? What? That's ja, all that was in there. Dann guck doch jetzt nach. Yeah, it looks like it. Under the sheets. What was könnte mean? Unter dem Bettlaken wohl bedeuten? Es könnte auf jeden Fall was sein, was sie nicht vor Monokuma verstecken will, weil wir sehen das ja jetzt. Ja. Wir finden das ja jetzt, während die Kameras an sind. But could something be hidden under the bedsheets? Part under of me the didn't expect shit. To find anything, but as I lifted up the sheets. What's this? I found a crumbled up piece of paper. Warum hätte sie nicht das Piece of Paper in den Envelope packen können? Nun. Class 78. Student Registry. Mukurikusawa. I see. It appears to me Mukuru Ikusaba's profile. Yeah, it looks like it. That's probably the other thing Kyoko stole when she snuck into the headmaster's room along with the key. Bla bla bla, Rückblendengedöns, bla bla. This must be the blank that Monokuma was talking about. Kyoko said a death without meaning was unappealing, and this is what she left behind. I don't have any time for your sentimental indulgences. Hurry up and finish your search. Oh, okay. I made an effort to pull myself together, then looked down at the profile sheet. Mein Knie juckt. Name Mukuru Ikusaba. Sex female. Sex with females? The ultimate soldier. Hieß es nicht The Ultimate Despair? Hm. Huh. Although small for her age, she was in a military specialist trained in every weapon type imaginable.
She showed an interest in the military from childhood and soon found herself completely absorbed in it. Aber wenn die der Ultimate Soldier ist, wie lässt die sich denn bitte töten? Vielleicht gab es ja wirklich so einen Body-Swap mit Kyoko. Dann. Tja, meinst du, sie ist in Wirklichkeit Kyoko? Ja, vielleicht war Kyoko im Körper von Mukuru Ikusaba. Und dieser Körper, beziehungsweise, ne, wäre dann, stünde dann für das. Und Kyoko ist dann Ultimate Despair. Das irgendwie ist das komisch. Ich raff's nicht so ganz. In elementary school, she won a survival game tournament and began writing for military magazines. A survival game tournament. In so der Grundschule. So ein bisschen wie das hier, ne? Das ist auch Survival Tournament, ja, ne? Ich glaube, es ist eher wirklich so ein Survival gemeint wie die Armee und so halt. Ja. In der offenen Wildnis und so. Just before entering middle school, while she and her family were on vacation in Europe, she disappeared. Vielleicht ist Mukuru Ikusaba auch das Profil für das, was wir die ganze Zeit, also für, ja, was für Kyoko halt. Also das würde übelst nach dem klingen, was Kyokos Vergangenheit wäre, wenn ich jetzt mir irgendwas zusammenreimen müsste, wie Kyokos Vergangenheit aussehen würde. Von den Fähigkeiten, die sie hat. Und sie erinnert sich nicht daran, weil sie die Körper getauscht haben oder so. Wäre jetzt gerade so meine Vermutung, aber kann auch simpler sein. The story of a young Japanese girl being kidnapped quickly took over Japanese media outlets. An intense international investigation turned up no information and she was never found. However, she reappeared in Japan 3 years later, alone and completely unannounced. She revealed that she had joined a mercenary group known as Fenrir for those 3 years. Ist Fenrir nicht der Wolf aus der mythologischen... Ha, das würde auch erklären, warum da diese Hand so aussah. Ja, Fenrir ist doch der Wolf aus der nordischen Mythologie, der dem Kriegsgott die Hand abgebissen hat. She insisted that she hadn't been kidnapped, that she'd received battle training of her own volition. However, she never revealed why she decided to return home when she did. Okay, haben wir wieder was rausgefunden. The Ultimate Soldier, a mercenary group. This doesn't feel real. The world I grew up in, it's like a completely different dimension. It's like one's non-fictional and the other is sci-fi. There's no way to even compare the two. That's how different this is. That's how I saw things as just an ordinary person. But then... I see. I never imagined I would hear the name Fenrir in a place like this. Du weißt halt sowas darüber. You recognize it? Naturally. The Fenrir Mercenary Corps is a collection of battle-crazed warmongers. But they do have their uses and they always get the job done. And that's worth remembering. Seit wann hat Bakula so einen Dialekt? Dialekt? Ja, du hast gerade Butt gesagt. Oh. But they do have their uses. As they always get the job done. So richtig britisch, ne? Richtig. This is all part of a world totally removed from the one I live in. I have to say, I'm intrigued. Every rumor I've heard says that Fenrir has already... found it. Wow, I feel like our hero is becoming a bit player, and a bit player is becoming our hero. It's you. What have you got in your pretty little hand there? What? Uh-oh, you found your profile? So, what if we did? Hey. Don't freak out on me. I'm not gonna hold it against you or anything.
And in case you're wondering, I don't hold it against Kyoko either. Even though she stole it and hid it. After all, there's no rule against stealing, is there? But who I can forgive is Miss Ogami, who broke the rules and busted into the headmaster's room. Maybe I'll drag her corpse out here and slice it up and devour it. Bears are omnivorous, you know. What? Are rule violations really so unforgivable? You're quite adamant about those rule regulations of yours. Sorry, mein Telefon ist gerade gegangen. Hä? Fang es ein, bevor es wegläuft. Oh nein. Ach nee, wenn du meinst, es ist gegangen, dann ist es ja schon weg. Mein Telefon ist gerade gegangen. Hoffentlich kommt es bald wieder. Ach, ich bin Monokuma, ne? Ja. Of course I am. Ich dachte gerade irgendwie, Makoto redet aus irgendeinem Produkt. A proper school life is... Habe ich gerade irgendwie Produkt gesagt? Ich finde, es passt nur so, dass du sagst, ach, ich bin Monokuma. Of course I am, ja. Yeah. A proper school life is built on the dedication to organization and order. Which is why even I, as a school Kopfmeister, have to follow the regulations myself. Oh, so you're saying you have to follow your own rules as well? Das heißt, er darf sich selbst nicht bekämpfen? Of course! Absolutely! I can't have you complaining about how unfair it all is, can I? Das heißt, wir können uns irgendwo einschließen und dann kann er da nie wieder hin? In fact, the subject of fairness... would you like to know something interesting? Interesting. It's about the one writing all the rules. They're actually one of the participants in this killing game. I don't think I ever actually told you how many participants there actually were, did I? I was thinking I should probably clarify that. Hey, when you all first got together in the main hallway back then, there were 15 people there, right? I think that first meeting may have led to a little misunderstanding among you all. Einmal zu der Sache, was du gefragt hast, wenn die sich einschließen würden, könnte Monokuma trotzdem rennen, weil Monokuma ja irgendwie aus dem Nichts aufploppen kann einfach. Ja. Also er kann ja irgendwie... Eine versperrte Tür hält ihn ja nicht auf. Und das, was prohibited ist, ist eine verschlossene Tür aufzubrechen mit Gewalt. Nein. Oder nicht? Es zu versuchen, sich Zutritt zu einem verschlossenen Raum zu beschaffen. Ja, müsste ich mal gucken, wie das da wörtlich steht. Das war die letzte Rule, oder? Die ja, war es. Attempting to break into locked rooms. Ja, es was definiere break into. Ja. Ne? Misunderstanding? Are you saying... In other words, that's right, there weren't actually 15 of you. Yes, indeed. The total number of students taking part in this killing game was actually 16. 16? Then... Mukuro Ikusaba war die ganze Zeit eine, die teilgenommen hat. Lying hidden somewhere in this school, the one they call the ultimate despair. Watch out for her. Aber laut dem Zettel war das gar nicht ultimate despair. Dann weiß sie vielleicht noch mehr. The 16th student, Mukuro Ikusaba. She's part of the school life. So the one making all the regulations is. Why? Noch jemand anders. Hm, did you say something? Why are you telling us this? Oh well, because... Like I told you, this killing game is desperately popular. You wouldn't believe the ratings.
And since we've got so many viewers now, I wanted to make sure everyone was on the same page. I don't want to wake up to a hurricane of complaints and hate mail, you know? Yes, indeed. Makes sense? Nein. Das ist Bullshit, die Antwort. Okay, that's all you get for now. Oh, actually, I do have some revenge to get, so I have an extra bonus for you. Revenge? I want to get back at that sneaky Miss Kirigiri, so I'm gonna share a little secret with ya. Seriously? You know how she wears those stupid gloves day in, day out, all the time? Well, don't tell anyone I told you, but she wears them to cover a bunch of hideous scars that she doesn't want anyone to see. What? Okay, now that's all you get. Aber wir haben doch keine Narben an der Hand gesehen. Oder wurde diese Narbe von... Oder war das kein Tattoo, sondern eine Narbe? Aber vielleicht die andere Hand. Hm. Wir haben ja nur die rechte Hand angeguckt. Ja, weil Makoto dumm ist, einfach. Kyoko wears those gloves to cover up a bunch of scars? Wait. It's on the back of her hand. The tattoo. Wait, but no. Monokuma specifically said they were scars, right? And that's why Kyoko wears those gloves to hide the scars. Which means... Das ist nicht Kyoko. Those fake nails on the corpse... Are you thinking about Kyoko again? Das denkt ihr doch immer. Du hast doch gesehen, dass es sich gerade ausgezogen hat und angefangen hat zu masturbieren. Also warum fragst du noch? What? Forget about her. What matters right now is uncovering Monokuma's trap. His trap? No, I mean his tarp. The God one must in the have really tooth hated you to make shed. You so dull. In the Tooth Shed, habe ich gerade gesagt. Natürlich, die Zahnhütte. Wer kennt sie nicht? Don't you remember what Monokuma just told us? He said there were 16 students. Das sagt Makoto. Oh. He said there were 16 students, right? Which means Mukuru was a student here. Machst du mich etwa gerade nach? That's right. Obviously, Monokuma was trying to tell us that Mukuru is the one creating the rules to the game. But why would he tell us that? And why now? He said he wanted to make things clear so there wouldn't be any complaints later. Ja, und das ist offensichtlich Bullshit. Er hat eigentlich nicht gesagt, dass Mukuru die Regeln schreibt. Ja, das hat er definitiv gesagt. Er hat gesagt, einer von denen, die teilnehmen, schreibt die Regeln. Mhm. Ach ja, und Mukuru Ikusaba ist der 16. Student, der die ganze Zeit dabei war. Du bringst das jetzt in einen Zusammenhang, den Monokuma so nicht hergestellt hat. Mhm. But the mere fact that he said that proves that Mukuru is connected to this case. Ja, das auf jeden Fall. That's why Monokuma revealed the existence of a 16th student. He needs to make our investigation fair. Aber die Frage ist ja, wussten wir das nicht schon mit dem 16th student? Die Sache ist ja auch, wir hatten doch schon gehört, dass Leute über ihren Namen gelogen haben, oder? Woher wissen wir denn nicht, dass Kyoko auch eigentlich ein Bullshit-Name ist? Keine Ahnung. Und sie vielleicht in Wahrheit. Oh, Makoto! Ne? Mukuru is related to the case? No shit! Die sind bis jetzt davon ausgegangen, dass die Leiche Kyoko ist und dass Mukuru eventuell die Mörderin ist. Ah, nee, sind sie nicht. Sind sie ja nicht. Nur wir sind davon ausgegangen. Nur wir sind davon ausgegangen, weil Bakula weil so dumm ist und denkt, ja, es gibt keinen 16th Student. Warte, wusste nur Makoto von dem 16th Student? Oder hatte nicht Sakura das allen gesagt? Ja, ich meine, das wäre so gewesen.
Ich meine auch, es wäre so gewesen, dass bei dem Class Trial von Sakura das eindeutig allen revealed worden wäre mit dem 16 Student. Ja, das haben die scheinbar irgendwie vergessen. Die sind alle dumm. Certainly possible. Perhaps she's the one who killed Kyoko. What? That would explain why we would have a class trial, wouldn't it? Ja, vor allem, das macht gar keinen Sinn. Die haben nämlich vorher schon drüber nachgedacht, ob das das Mastermind war, das da tot liegt. Und dann sind sie wieder geswitcht auf, oh, das ist Kyoko. Und plötzlich gab es diese Mukuro Ikusaba gar nicht mehr und nur noch Makoto war verdächtig. Why? Ja, ne? Ja, weil die davon ausgegangen sind, dass Mastermind nicht da reingehört. Dass das nicht teilnimmt, ne? If she's a student and she killed someone, that would make her part of the school killing game. Mukuro is the killer? She killed Kyoko? Anyone should be able to come to that conclusion, don't you think? Ich finde, wir haben zu wenig Sachen sicher festgestellt. Ja. In fact, that's exactly what I thought when the investigation first began. Ja, und da ist schon dein Problem, dass du deine ersten Annahmen direkt schon für unumstößlich hältst. Tja, in Wirklichkeit war der Killer nämlich Hiro. But based on what Monokuma just told us, I've changed my mind. It's all clear now. Mukuro Ikusaba isn't the culprit. Her? What makes you say that? We thought Mukuro, the ultimate despair, was the mastermind's true identity. But if that's true, Monokuma's behavior makes no sense. Why would the mastermind go out of their way to reveal themselves to us? Ja, und was ist, wenn Kyoko Mukuro Ikusaba getötet hat und selbst das Mastermind ist? Oh. Alles ist möglich. That's a good point. So in other words, Mukuro is giving us information that would raise questions about her whole about her would be bold. Also, Mukuro giving us information that would raise questions about her would be bold, to say the least. It makes more sense than to assume that Mukuro isn't the culprit. So that's the trap. They want us to suspect Mukuro and come to the wrong conclusion. That's what makes sense to me. Ja, und das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Das macht für mich jetzt aber keinen Sinn. Warum? Wenn sie wollen, dass wir auf die falsche Lösung kommen, dann heißt das ja, dass wir uns alle gegenseitig, dass alle sterben. Aber die wollen ja, dass das Killing Game weitergeht, oder? Wollen sie das? Na gut, vielleicht jetzt nicht mehr. Vielleicht ging das Killing Game schon zu lang. Und die wissen wahrscheinlich genau, dass das Killing Game nicht mehr weitergehen wird, egal ob jetzt alle überleben oder nicht. Das kann natürlich sein. The way you say it, it definitely does seem possible. But if that's really true, if Mukuro isn't the killer, then who is? Well then, I believe our work here is finished. Let's move on. I'm sure there are other places in need of investigation. Echt? I should find out if that key and the dojo really are connected. Haben wir gerade hier gefunden. Well, are you coming? Warte, ich muss noch mehr an Kyoko denken, dann ja. Wo sind denn hier die da? Irgendeiner davon muss das sein. Wir müssen aber mit Bakula reden. Ja, weil der das wahrscheinlich mitgenommen hat oder so. Hurry up and check the locker. That's what we're here for, after all. Ja, ich konnte die aber nicht auswählen. Ach so, nur den einen kann man auswählen, den mit der 6. Ja, war ja auch eine 6 drauf, ne? Ich dachte, die Locker an sich wären so ein Event, wo man draufklicken kann. There are wooden lockers here. They use woodblock keys, just like at those super traditional public bathhouses. It looks like they
the key we found in Kyoko's room really does go to one of these lockers. Ja, das wahrscheinlich, wo die 6 draufsteht. Makoto, do you see the locker for farthest to the right? No. Wenn man das H da wegnimmt, steht da farthest. That's the only one that doesn't have a key in it at the moment. Also steck ihn rein. You understand what that means, ja, right? Ja, steck ihn rein. I should probably use the key we found on that locker, right? That's right. Well, just try it. That's what she said. Oh, okay. I took out the wood block key and inserted it into the locker's metal lock. And click. The locker eagerly accepted the key and it opened. There are arrows in there. In here. It looks like 10 arrows. In total. Und liegt da Unterwäsche? They look like they're made of titanium, which means they're quite strong despite how thin they are. Also, hinter der Textbox liegt da Unterwäsche? Ja, ich hab das auch erst gedacht. Of course, without a bow, they're nothing but strong little sticks. Strong. Dicks. Balls. Daran denkt Makoto den ganzen Tag, an nichts anderes. Strong. Sticks. Ohne das S, ne? Ich hab das S gesagt. Ein bisschen weicher. Okay. Discord hat so rausgefiltert, dass da nicht Sticks bei mir ankam. Das erste S fehlte auch, oder was? Ja, das S... Das so. Erste S fehlt, also Strong Dicks oder was? Ja. Das habe ich so aber nicht gesagt. Ja, okay, das brauchen wir nicht vorlesen. Oh, there's something else inside the locker. Ja, die Unterwäsche. It's a wetted up ball of duct tape. I wonder what this is used for. Ja, und das ist Blut. Ach so, das ist gar keine Unterwäsche. Is ja, das ist... Bloodstain? Und die Tarp. Das muss da ja schon ziemlich lange liegen. Das muss da ja schon gelegen haben. Also, weil Kyoko muss ja schon was in ihrem Bettlaken versteckt haben. Nein. Bevor sie Makoto das gegeben hat. Nein. Dieses, dieser Schlüssel, der lag ja offen darum, der war nicht versteckt. Ach ja. Den könnte auch theoretisch Monokuma platziert haben. Das mit dem Brief, den sie Makoto gegeben hat, war ja für dieses Profil mit... Den könnte übrigens auch Bakula dahin platziert haben. Den Schlüssel. Ja. Der hatte die ganze Zeit den Schlüssel. Ja. Also den Schlüssel für das Zimmer, nicht den Schlüssel, den wir jetzt da drin gefunden haben. Könnte jeder gewesen sein, ja. I see. If it is, that means it must surely be related to the case. This duct tape is related to the case somehow? But how could it possibly be involved? Das ist echt eine gute Frage. I think that's all the locker has to offer for now. Ey, das ist bisher der komplizierteste Fall, ohne Scheiß. Is something wrong? Es ist ja auch das große Finale. It's very odd, don't you think? The locker was hiding items that were clearly related to the case. But how did the key to the locker wind up in the victim's room? Stimmt, es hat ja nur Bakula den Schlüssel gehabt. Und der Einzige, der sonst noch reinkommen könnte, wäre Monokuma. Why? Or perhaps... Aber... Dann, also wenn Bakula das jetzt nicht gewesen wäre, hätte er das jetzt nicht angesprochen. Oder jemand hat gegen die Stuhl... gegen die Stuhl-Regulations verstoßen. Oder jemand hat Bakula den Schlüssel irgendwie abnehmen können, ohne dass er es gemerkt hat. Vielleicht ist Kyoko auch einfach in ihr eigenes Zimmer eingebrochen. Ja, das ist ja auch gegen School Regulations. Forget it.
Ja, meine ich ja. We need to continue on to the next location. Huh? What next location? What? There's still something we need to look into. Ja. We need to do more research on Fenrir. Fenrir? You mean the mercenary group that Mukuro was part of? But how are we supposed to find out about that? Library! Entweder das oder im Kopfmeister Office. Ja, aber da konnten sie ja nicht rein. Ja. Isn't it obvious? We're in the school, would you go to do some do research on something? Research? Are you talking about the archive? That's right, the archive has all kinds of info that the general public doesn't have access to. Ich hoffe, Makoto kommt da nicht rein und denkt sich sofort wieder, oh nein, die Lampe! We only have so much time before the trial begins, let's hurry! Ja, und da willst du jetzt all diese Bücher durchgucken. I believe there was a file related to Fenrir somewhere over here. Also der kennt Bakula das schon. Also, Bakula seemed to know the archive like the back of his hand and went straight to the shelf in the back. Here we go. Er hat das so perfekt in Erinnerung, aber nicht den Inhalt davon. Er hat sich das wahrscheinlich nie durchgelesen. Quickly returned with a file in hand. Bist du noch da? Okay, ich hatte gerade keinen Ton mehr und ich, so. Ich bin noch da. Gut. I am a file and you put documents in me. Du, a file. I see. Take a look at this. I have no idea what it says. What language is this? How did you make it all the way to high school without learning a single word of French? Weißt du, normale Leute lernen so eine Sprache nicht, wo man die Hälfte der Buchstaben nicht spricht. Weil sie merken, dass diese Sprache unnötig ist. Ich finde die Sprache so schrecklich. Weil, wie, wofür brauchst du... Und die leben in Japan. Warum müssen die speziell in Japan Französisch lernen? Ich weiß nicht mehr... Ich habe mit irgendwem letztens, glaube ich, geredet und habe da auch so einen Kommentar fallen lassen, wie ja, da spricht man jeden zweiten Buchstaben nicht aus. Und diejenige meinte dann auch, ja, Französisch ist so eine hässliche Sprache. Tja. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ja, weiter. I'm pretty sure most high schoolers can't speak French. Ja, ist auch besser so. Well, whatever. I'll read it for you, but I expect you to repay your debt 100 times over. 100 times? Isn't that kind of extreme? Fenrir is an elite fighting unit based out of the Middle East. Makoto beugt sich da so hin und... Und Bakula liest es vor. Ja, von da und ganz oben. Da. Ja. Mit seinen Adleraugen. Das ergibt gar keinen Sinn. Nicht wirklich. Unlike military contractors, they are a fierce group of soldiers who engage in direct combat. They claim that a single member is equivalent to an entire company of regular soldiers. Weißt du, die sind sowas wie, wie die Society. Just like Fenrir, the Wolf of Ragnarok, their mere presence is enough to strike fear into an enemy, into any enemy. They have been involved in countless military battles and operations, most of which are highly classified. However, some time ago they completely ceased all activity. At present, their continued existence cannot be confirmed. There are unconfirmed reports that the key members of the group were all neutralized. Rumors indicate they were killed to keep them from revealing the
the many state secrets they'd acquired. Some, however, believed there was mounting internal tension within the group, and they simply imploded. Aber woher wissen die Leute denn sowas, aber wissen nicht genau, was da abgeht? Gerüchte. Ja, Gerüchte. Weil irgendwer hat sich was ausgedacht und es erzählt so, oder? Das ist wie, niemand hat überlebt, um die Geschichte zu erzählen und trotzdem gibt es diese Geschichte. Also woher kommt die Geschichte, wenn es niemand überlebt hat? Ja, ist ein bisschen seltsam. What is it? This all just sounds like some kind of alternate reality. Well, it isn't. This is our reality, the only reality. These people are part of our world. Their battlefields aren't much different from our lives here. An unpredictable, unimaginable world. That's what makes it all so exciting. Exciting is definitely definitely isn't the word I would use. So, did anything jump out at you? This may be your last opportunity to learn about Fenrir. Es ist auch so wichtig, noch was über diese Organisation zu wissen, wenn wir vielleicht im Classroll sterben. Now that you mention it, the report said something about where the name Fenrir comes from, right? Ja, ist das nicht offensichtlich? That's right. It said das Fenrir ist Blackula. Wolf of Ragnarok. Also, that's right. It said Fenrir is the wolf of Ragnarok. Speaking of which, would you like to know something interesting related to that? To show that they're a member of a team, each soldier that joins the squad muss sich so ein Tattoo stechen lassen. Would get a tattoo representing Fenrir somewhere on the body. Damit haben wir doch schon den Proof, wer die Leiche ist. Dass es nicht Kyoko ist. What? They got a tattoo of Fenrir? Could that mean? Mokuriko Sava bla bla bla. Time is utterly silent, and yet it constantly assaults us. Organisms, the earth, natural phenomena. It damages us little by little until the end. You should really think about that. Anyway, it's time to begin the class trial. So, please meet up in the usual spot. See you later. Time has come. Das Then wurde wieder verschluckt. Then the time has come. All we can do now is try to uncover the truth during the class trial. That's right. It would seem that way. Let's go. Tja, und an der Stelle sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann, Leute. Ciao, bis zum großen Finale.